Das Schläfentattoo gehört der Vergangenheit an. Lafay ist kein Teenie-Star mehr. Jetzt ist sie nach 10-jähriger Pause zurück. Ich mache jetzt nur noch 100% das, was ich will. Mit 16 veröffentlicht sie ihren kommerziell erfolgreichsten Titel. Einen Tag begleiten wir die Sängerin und bekommen private Einblicke. Wie geht man als Teenager mit der Verantwortung für eine ganze Maschinerie um? Dann damit, dass diese zum Erliegen kommt? Und wie findet man trotz allem zu sich selbst? Darf es auch ein kleiner Salat dazu sein? Stolberg bei Aachen, mitten in NRW. Wir sind mit Lafay, die eigentlich Christina Klein heißt, im Ort ihrer Kindheit verabredet. Dem griechischen Imbiss ihrer Tante Dimitria, den früher ihre Eltern betrieben haben. Hier vorne ist die Bushaltestelle, 5 Meter von hier. Bin hier ausgestiegen und dann waren meine Eltern im Laden. Und wir Kinder haben uns dann halt dazugesellt, hatten hier unsere Spielecke. Hinten sah es ein bisschen anders aus. Da hatten wir so einen Tisch, einen kleinen Fernseher, Mahlzeug und haben halt die Zeit mit unseren Eltern verbracht, klar. Eine ganz normale Kindheit zwischen Friteuse und Tzatziki. Nicht ganz, denn ihre Jugend sah so aus. 2004 entdeckte ein Produzent die damals 14-jährige Christina Klein nach einem Kindergesangswettbewerb in Österreich. Lafay ist geboren, eine Art Mischung aus Tokyo Hotel und Tic-Tac-Toe. Mit großem Erfolg. 2 Nummer-1-Alben, 3 Echos und über 1 Million verkaufte Tonträger. Zwischen 15 und 19 ist sie einer der größten deutschen Teenie-Stars aller Zeiten. Doch nach Album 4 macht Christina Klein Schluss mit Lafay. Ich hatte keinen Spaß mehr, ich war ausgebrannt, ich war so, ach, schon wieder das nächste Interview. Das war gar nicht böse gemeint, sondern es war eher dieses, ich kann nicht mehr. Ich muss mal zur Ruhe kommen, ich muss meinen Kopf mal atmen lassen. Ihr Leben, das über Nacht von 0 auf 100 ging, fährt sie jetzt genauso schnell wieder runter. Ihre Familie fängt sie damals auf. Bis heute hilft sie ihrer Tante Dimitria ab und zu aus. Hier hinterm Imbiss-Tresen schüttelt sie die Kunstfigur Lafay ab und wird wieder zu Christina. Ja, ne? Ja, die kommt schon einmal, zweimal in der Woche hier, kommt Imbiss besuchen. Also wenn ich die brauche, ist die immer da. Ich musste immer da sein, immer lachen. Und als Christina musst du nicht immer lachen. Es ist die größtmögliche Distanz, die Christina damals zu ihrem alter Ego Lafay sucht. Doch mit 19 in Frührente gehen, das wollte die heute 30-Jährige auch nicht. Auch wenn sie dafür gut genug verdient hat. Hätte ich meine Eltern nicht gehabt, dann wahrscheinlich nicht. Aber in dem Fall habe ich jetzt nicht wirklich existenzielle Ängste. Nein. Doch sie will eben auch die Öffentlichkeit. Und so sucht sie diese immer wieder in kleinerem Rahmen. Sie spielt in einer Serie und in einem Musical mit. Doch es ist eben alles eine Nummer kleiner, alles ohne den Stempel Lafay. Denn erneut wie mit 15 für ein ganzes Team, für eine ganze Maschinerie verantwortlich sein, das möchte sie nicht mehr. Ich bin mit Druck groß geworden. Mit 15 kann man halt jemanden sehr gut in eine Richtung lenken, dass wenn jemand sagt, ach, mir geht's gerade nicht gut, ich weiß, ich bräuchte jetzt eine Pause, dann können natürlich Argumente von nebenan kommen, die dann heißen, ja, aber wenn du jetzt da eine Pause machst, dann kommen extrem hohe Kosten auf uns zu, da hängt viel dran und dann wird halt mit dieser Verantwortung sehr, sehr schnell gedrückt. Ja, man merkt, Christina Klein ist erwachsen geworden. Wir erleben den ganzen Tag über eine Frau, die offen und reflektiert mit ihrer Vergangenheit umgeht. Ein Jahrzehnt hat es offenbar gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Denn jetzt macht sie wieder Musik und steigt damit direkt auf Platz 7 der deutschen Albumcharts ein. Ein Erfolg, der nicht unbedingt vorhersehbar war. Denn nicht nur ihr altes Markenzeichen, das Tribal auf der Schläfe, fehlt. Lafay hört sich 2021 auch anders an. Popschlager statt Teenie Rock. Alles Entscheidungen, die sie gefällt hat, erzählt sie uns. Auch hinter den Kulissen laufe alles nach ihren Regeln. Sie nimmt sich regelmäßig Zeit für sich. Geht zum Ausgleich zum Boxen mit ihrem Trainer Tim. Deine Energie, die du in dir hast, vielleicht sogar Aggressionen, die du in dir trägst, warum auch immer, kannst du am besten beim Boxen rauslassen. Sport, Familie, Ruhe. Christina Klein hat ihr Leben in die Hand genommen, um dann gereifter zurückzukommen. Auch mit Lafay hat sie ihren Frieden gemacht. Sie trägt ihr alter Ego wieder mit Stolz. Nenn mich, wie du magst, weil am Ende des Tages bin ich gerade mehr ich als jemals zuvor, aber halt als Künstlerin bekannt unter dem Namen Lafay. Lafay und Christina sind miteinander verwoben und zu einer Einheit geworden. Neue musikalische Projekte plane sie bereits. Sie sei offen für so gut wie alles. Nur eines soll definitiv Vergangenheit bleiben, das Schläfentattoo.